Alter, was geht ab, Leute? Hier. Endlich habe ich einen gefunden. Stami Raid. Den nehmen wir mal mit. Hoffentlich. Ich habe gehört, der soll schwer sein. So. Da werden mir auch schon meine Pflanzen ausgewählt. Ich versuch's mal mit Pflanze. Mewtwo. Geisterattacke. Grass, oder? Genau. Hier ein Kokoball. Noch ein Kokoball. Ups. Zwei Bisaflor. Demnächst Community Day, Bisasam. Da kann man sich noch ein paar Bisaflors machen. Ein paar Hunderte hochziehen. So. Das ist mein Team. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt so weit komme. Ich weiß, der soll relativ schwer sein. Aber machbar. Bin gespannt. Das ist dieselbe Arena, wo ich gegen Ned Pimentas gekämpft habe und knapp verloren habe. Hoffentlich wiederholt sich die Geschichte nicht. Ansonsten heißt der Titel 100% Mewtwo und 98% Raikou. Verloren. So. Eieieiei. Pflanze ist natürlich auch nicht so der optimale Counter. Weil es damit ist ja auch Psycho. Psycho effektiv gegen Pflanze. Aber der hier kann Hydro-Pumpe. Eieieiei. Ich hätte auch Despotar nehmen können, Unlicht gut gegen Psycho, aber der kassiert halt gegen Hydro-Pumpe. So, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Slashra, eine meiner Lieblingsattacken. Du wirst, ich bin begeistert davon. Auf jeden Fall gut in der Zeit. Hälfte ist bei 85, glaube ich. Ja. 170 Sekunden 85. Und wir haben den Breaking Point erreicht. Bei 15 Sekunden plus. Bisschen mehr als 15 Sekunden plus. Reinhauen tut er schon, aber auf jeden Fall machbar. So. Ja, schon knapper als ich dachte. Wenigstens Stami geschafft. Fehlt nur noch Aerodactyl. Schauen wir mal, ob ich den heute noch finde. Heute ist letzter Tag vom Event. Geht's. Feedback zu Stami gibt's danach. So, das war's mit Stami. Doch schon relativ schwer. Von den Dreiern einer der
eher schwierigeren, aber Stami nichts Besonderes. Einmal gemacht, das war's. Ist jetzt weg wegen dem Event, ist vorbei. Muss meiner Meinung nach auch nicht wiederkommen. Aber am Wochenende ist ja das Bisasam Event. Community Day mit Shiny Bisasam. Neue Attacke für Bisaflor, die mächtiger ist als Solarstrahl. Und gegen den ist natürlich Bisaflor ziemlich gut. Es sei denn, der kann eine Psycho-Attacke. Deswegen hat das eigentlich ganz gut gepasst. Und wie immer, nach dem Raid, nach dem Solo-Raid, noch eine Box. Diesmal von Loot Chest. Link ist unten in der Beschreibung. Danke an Loot Chest. Immer ein paar coole Sachen mit dabei. Hatten wir das nicht letztes? Moment, ich verdecke gerade das Licht. Muss ich es mal so in die Richtung drehen. So, nochmal die Game Boy Money Box. Hatten wir in einer der letzten Boxen schon mal. Die ist auf jeden Fall echt cool. Ah, vielleicht ist es ein anderes Motiv hier diesmal drauf. Moment, ich weiß nicht, ob man das Hologramm so sehen kann in der Kamera. Aber die ist echt cool. Auf die haben mich so ein paar Leute sogar angesprochen. Ob ich die irgendwie verkaufe an die. Ansonsten. Perry Roden. Okay. Also das ist so eine CD, oder? Anhör-CD. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, die meisten kennen das nicht. Ich kannte den auch nicht. Und zwar ist das so eine Science-Fiction-Serie. Und der einzige Grund, wieso ich den überhaupt kenne, ist, ich habe ja beim Kiosk da gearbeitet, in Pasing. Und wir hatten halt diese Zeitschrift, dieses Magazin. Das war kein Magazin, das war so eine Buchreihe. So ein Roman. So ein Science-Fiction-Roman für... Keine Ahnung für wen. Und ich habe das dann mal gegoogelt, weil das echt viele Leute gekauft haben. Auch echt sehr unterschiedliche Leute. Und dann habe ich halt herausgefunden, dass es der längste laufende Science-Fiction oder allgemein Roman ist. Oder Story, Geschichte, was auch immer. Also das war sehr interessant. Das läuft seit 19... Boah, ich will nichts Falsches sagen, aber schon 30, 40 Jahre oder so. Jede Woche oder so eine neue Folge, also echt krass. Sogar mehr als eine Folge. Jede Woche ein neuer Band oder so. Wahrscheinlich irgendwelche Eltern von euch lesen das wahrscheinlich. Aber nicht unsere Generation. Oder meine. Oida. Okay, diesmal sind echt krasse Sachen dabei. Shoutout an Loot Chest, yo. Hashtag Loot Chest. Weil hier sind echt ein paar krasse Sachen dabei. Also erstmal ein irgendwas Zombie-Bonbon-Ding. Wahrscheinlich wieder mega sauer. So wie immer. Aber egal, ich hab jetzt Bock drauf. Ja, richtig leidend sauer. Was erwartet man von einem Bonbon, wo ein Zombie drauf ist? So, er holt von diesem Zombie-Ding erstmal das T-Shirt. Oh, irgendwas mit Link. Bin nicht so der große Link-Fan. Und da kommen noch ein paar Nachrichten. Ein paar Raids werden jetzt auch organisiert, weil ihr wisst, die Raids laufen jetzt länger, bis 21.30 Uhr, glaube ich, ist der letzte. Sprich, die Einladung kommt auch später. Die Einladung müssten jetzt dann heute Abend rauskommen. Für euch ist es dann gestern. Also hoffentlich habt ihr eine bekommen. Wenn ja, dann Glückwunsch. So. Naruto Hüllen. Ah, Sasuke. Wieso Sasuke, Mann? Ihr wisst, ich habe lange Yu-Gi-Oh! Gezockt und die anderen auch. Yu-Gi-Oh! Okay, Magic nicht, aber ein paar andere Kartenspiele. Naruto haben wir auch gezockt. Da gab es auch ein, zwei Kartenspiele dazu. Und dann hier Naruto Hüllen. Ich habe noch ein paar Leute, die Yu-Gi-Oh! Zocken. Die können das bestimmt gebrauchen. Also mache ich es jetzt mal nicht auf, damit die es halt noch verwenden können. Schreibt unten rein in die Kommentare, was ihr von Sasuke haltet. Also ich hasse Sasuke. Dann haben wir das hier. Das habe ich gesehen, das ist richtig geil. Marvel Comics Premium A5 Notebook. Richtig geil. Also das ist der Hammer. Notebook, geil. Dann sieht es auch noch so gut aus. Also da macht man noch gerne Notizen. Also das kann weg hier. So. Alter, wie geil ist das? Ungelogen. Richtig schön gemacht. Alter, das ist richtig edel. Und hier. Noch schön mit meinem RTL 2 Stift, den ich mitgenommen habe.
zeig mir mehr. Perfekt. Also das ist echt Hammer. Ungelogen, auch wenn ich es umsonst bekommen habe, das ist echt der Hammer. Dann haben wir noch hier eine Kleinigkeit. Ja, kann damit nichts anfangen. Aber okay. Lass halt's mal kurz in die Kamera. Vielleicht kann ja irgendeiner von euch damit was anfangen. Ich leg's mal auf die Seite. Das war's von mir und von der Box. Wie gesagt, nochmal danke an Luchas. Die Box war diesmal echt der Hammer. Link ist unten in der Beschreibung für mehr Infos. Und schreibt unten rein, ob ihr gespannt seid, hyped fürs Wochenende Sonntag, Community Day, neue Pflanzenattacken. Ich habe ein paar Coco-Weiß nur. Ich könnte noch ein paar Bisa-Floss gebrauchen. Ich habe jetzt nur die 2 Max, die ich früher gemacht habe. Echt schlecht IV. Einfach so aus Nostalgie, aus Loyalität habe ich die schlechten fertig gepusht. Aber ein paar gute könnte ich da auf jeden Fall noch gebrauchen. Und ein krasses Pflanzen-6er-Team kann man auf jeden Fall gebrauchen. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.